Hallo liebe Freunde des Rechts, heute geht es um Michael Ballweg, Querdenken und das Finanzamt. Und bei dem Thema versuchen wir ganz sachlich und nicht hämisch zu sein. Vor einem Jahr haben wir uns Gedanken dazu gemacht, wie kommt es eigentlich, dass die so viele Schenkungen einwerben? Warum sprechen die von Schenkungen und nicht von Spenden? Muss man das versteuern? Geht es bei den ganzen Demonstrationen womöglich mehr um Geld als um irgendwelche anderen Ziele? Nun, diese Frage brauchen wir jetzt hier nicht beleuchten. Fest steht natürlich, dass finanzielle Ziele bei der Bewertung der Glaubwürdigkeit eine Rolle spielen können, aber das ist eure Einschätzung. Ich versuche nur, die rechtliche Sicht hier ein wenig klarzustellen. Vor einem Jahr hatte Michael Ballweg die Idee, den goldenen Aluhut in Anspruch zu nehmen mit Quatschjura. Sein Anwalt, Herr Ludwig, hatte eine Abmahnung oder Mahnung an den goldenen Aluhut geschickt, weil er der Meinung war, er oder die Organisation Querdenken habe einen Anspruch auf den 2020er Aluhut. Und dabei hat der Kollege vielleicht etwas unbedarft die Vertretung für Michael Ballweg und die Organisation Querdenken 711 erklärt. Und das brachte uns dann zum Nachdenken. Was ist Querdenken eigentlich? Es gibt keinen Verein. Vereine sind sowas Spießiges, sowas wollte man nicht machen. Es gibt keine Stiftung. Darüber hatte Herr Ballweg erst später nachgedacht und hat da auch die Stiftungsaufsicht gerade auf den Fersen. Also jedenfalls existiert diese Stiftung nicht oder sie veranstaltet im Augenblick nicht die Demonstrationen. Nun, dann kann es sich entweder um ein einzelkaufmännisches Gewerbe handeln, eine freiberufliche Tätigkeit oder eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Und vieles sprach dafür, dass man mehrere Gesellschafter hat, die hier unter dem Namen Querdenken 711 oder den anderen Tochterunternehmen, Affiliates, wenn man so will, oder Franchise-Nehmern aktiv sind. Die Verträge, die es dazu gibt, sprechen dafür, dass es sich eher um eine dezentrale Struktur handelt, aber jedenfalls um eine Vielzahl von Personen, die sich zusammengeschlossen haben für den Zweck, Organisationen, Veranstaltungen, Demonstrationen zu veranstalten, dabei Gelder einzuwerben und diese eben für diesen Zweck auch wieder auszugeben. Für sich genommen nicht verboten, bedeutet aber, dass man darüber natürlich steuerliche Erklärungen abgeben muss. Und Herr Ballweg hat ja jetzt seinen Transparenzbericht veröffentlicht, der Transparenz schafft, angefangen damit, dass er im Grunde genommen ja ein sehr großzügiger Mensch ist, weil er hätte mit den 500.000 Euro, die er als Startkapital hatte, ohne weiteres ein Vermögen machen können, hätte er es nur in Bitcoin investiert rechtzeitig. Denn Vergleich Kurs vorher, Kurs nachher wäre viel, viel mehr gewesen. Gilt übrigens für jeden anderen Menschen auch, der aber großzügigerweise darauf verzichtet hat, reich zu werden mit Bitcoins, sondern irgendwas anderes mit seinem Geld gemacht hat. Was das jetzt damit zu tun hat, kann uns Herr Ballweg vermutlich erklären. Aber wie so oft hat Herr Ballweg nebenbei etwas erzählt, was aufschlussreich ist, nämlich, dass die Steuererklärung gerade in Arbeit ist und dass man eine Steuerprüfung hat und dass das Finanzamt eine andere Auffassung hat, wie die Einnahmen zu verbuchen sind. Die Position von Herrn Ballweg kennen wir. Er ist der Auffassung, es handelt sich um steuerfreie Schenkungen, solange sie unter 20.000 Euro sind. Und meine Auffassung und vielleicht dann auch die des Finanzamtes lautet eben, dass es sich um steuerpflichtige Einnahmen handelt, weil hier mit einer gewissen Nachhaltigkeit am Markt operiert wird, um Schenkungen, Zuwendungen einzuwerben. Das ist das Gleiche wie ein Straßenmusiker, der davon lebt, jeden Tag oder gelegentlich auf der Straße Musik zu machen und vom Hutgeld zu leben. Das sind zwar auch Schenkungen im zivilrechtlichen Sinne, aber steuerlich handelt es sich insgesamt um Einnahmen aus Gewerbebetrieb. Und das würde eben für Herrn Ballweg oder seine Mitgesellschafter bedeuten, dass er die Einkünfte versteuern muss zunächst einmal. Er muss wohl auch Umsatzsteuer davon abführen. Er kann allerdings bei der Gewinnermittlung seine Ausgaben, wie jetzt hier in diesem Transparenzbericht, abziehen, sofern er die nachweisen kann. Sofern er auch ordentliche Umsatzsteuerrechnungen bekommen hat, dafür kann er auch Vorsteuer geltend machen. Und dann kann es am Ende sogar sein, dass er aus den 1,04 Millionen Ausgaben auch in gleicher Höhe Einnahmen hat oder vielleicht sogar weniger Einnahmen und damit gar keinen Gewinn erzielt. Das wissen wir im Augenblick nicht, weil Herr Ballweg in seinem Transparenzbericht nichts darüber gesagt hat, was er eingenommen hat. Er sagte viel über schlecht laufende Demonstrationen, die zum Beispiel abgebrochen wurden, bevor man Geld sammeln konnte. Oder Demonstrationen, bei denen andere Leute, ich höre euch einen Hund herantrippeln, über andere Spendensammler, die einfach unberechtigt mit einem Querdenken-T-Shirt Geld eingesammelt haben, was sozusagen dann auch eine Zweckverfehlung war. Und da sieht man im Grunde genommen auch, dass zumindest das Einwerben von Geld ein Ziel
wenn auch nicht das einzige dieser Aktionen war. Als Unternehmer, und das beschreibt er in seinem Video auch, geht er eben riskante Entscheidungen an. Macht man diese Demonstration oder nicht? Eine Demonstration, wo nur 15.000 Leute gekommen wären, wäre also völlig erfolglos. Da hätte man 200.000 Euro Kosten gehabt, aber es war nicht erfolglos. Er, der weitsichtige, aber risikobewusste Unternehmer, hatte dort die richtige Entscheidung getroffen, richtig im Sinne von Plus machen oder die Kosten zu decken. Das zahlt alles eigentlich auf die Argumentation ein, dass die Kostendeckung durch Schenkungen, Zuwendungen, Spenden ein Plan des Geschäftsmodells waren. Aber da brauchen wir jetzt dem Finanzamt keine Argumentationshilfe zu geben. Die wissen das sicherlich selbst, haben Zugriff auf die entsprechenden Daten. Und wir werden dann vielleicht eines Tages sehen, was daraus dann entsteht, ob Herr Ballweg die entsprechenden Steuern bezahlen muss. Interessant, wie gesagt, auch die Frage, ob jetzt Herr Ballweg alleiniger Steuerschuldner ist oder jeder, der unter der Marke und der Firma Querdenken unterwegs war. Aus der Struktur spricht ziemlich vieles dafür, dass es sich um ein Franchise-ähnliches Modell handelt. Die verschiedenen Städte bezahlten Marken, Lizenzgebühren oder eben Abgaben dafür, dass sie den Namen und die Merchandise nutzen durften. Wie genau das aussah, ist nicht ganz klar. Es gab Abtrünnige, es gab verschiedene Informationen, wo zum Beispiel Statthalter ausgewechselt worden sind, aber das haben wir in unserem Schriftsatz in dem jetzigen Verfahren vor dem Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt vorgetragen. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Thema, nämlich dem Rechtsstreit Goldener Aluhut gegen Querdenken. Ich habe darüber schon öfter berichtet. Der Rechtsstreit Querdenken-Aluhut hat mich eigentlich überhaupt erst zu diesem Thema gebracht. Man kann sich ein bisschen fragen, ob das so eine schlaue Idee war, den goldenen Aluhut hier rechtlich anzugreifen. Denn es führte eben dazu, dass ich dieses Mandat pro bono übernommen hatte, weil ich es für unerträglich hielt, dass Querdenken versucht, mit juristisch klingenden Quatschargumenten, die ich dann Quatschjura nannte, eine kleine gemeinnützige Unternehmergesellschaft unter Druck zu setzen, um ihnen Angst zu machen, um sie dazu zu bringen, diesen Preis im Jahr 2020 zu verleihen. Also der Kollege Ludwig schrieb eine Mahnung und erklärte darin die Vertretung der Organisation Querdenken und Michael Ballweg und forderte den Preis ein. Ich hatte darauf erwidert und erklärt, warum es diesen Anspruch eben natürlich nicht geben kann. Dazu hatten wir auch schon Videos gemacht. Wir haben dann eine negative Feststellungsklage letztes Jahr erhoben. Die Klage wurde dann verwiesen an das Amtsgericht nach Stuttgart. Und dort hatte das Amtsgericht gefragt, schon vor einigen Monaten, ob man einverstanden sei mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren. Wir haben dazu erklärt, ja, geht in Ordnung, das kann man schriftlich erklären, da muss man nicht extra hinfahren. Herr Ballweg hingegen hat die Frist verstreichen lassen. Er hat darauf gar nicht reagiert. Er ist nicht mehr anwaltlich vertreten für diesen Prozess. Der Herr Ludwig hat erklärt, dass er nur beim Amtsgericht, dort wo Anwaltspflicht besteht, die Vertretung übernehme. Ansonsten würde sich Herr Ballweg selbst vertreten oder sich einen anderen Anwalt suchen. Er hat dann also nicht mehr weder zur Sache noch zu der Entscheidung schriftlichen Verfahren vorgetragen und daraufhin hat das Gericht uns jetzt mitgeteilt, dass es zur mündlichen Verhandlung lädt. In der Woche vor Weihnachten, ich sage jetzt nicht ganz genau das Datum dazu. Und ja, das Gericht hat das persönliche Erscheinen von Michael Ballweg angeordnet. Das kann man machen, wenn man sich eine besondere Aufklärung daraus verspricht. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das Gericht gesagt hat, nachdem der Herr Ballweg ja zur Sache noch nichts vorgetragen hat, mag er vielleicht einfach persönlich vorbeikommen und seinen Fall schildern. Ich stelle gerade fest, dass der Hund jetzt also hinter mir liegt und Hund müsste man sein, dann könnte man den ganzen Tag im Büro einfach nur herumliegen. Ja, dann könnte es dort eine Klärung geben. In diesem Verfahren geht es nicht nur darum, ob man jetzt einen Anspruch hat auf diese Preisverleihung, sondern auch um die Rechtsidentität von Querdenken. Ob das in der Feststellungsklage tatsächlich so behandelt werden kann oder nicht, das wird man nochmal sehen. Es kann durchaus sein, dass das Gericht sagt, naja, es kann dahinstehen, ob Querdenken jetzt ein Gewerbe, eine GbR oder sonst was ist, weil jedenfalls dieser Anspruch nicht besteht.
Könnte sein, wäre aber auch interessant, wenn Herr Ballwick mal sich dazu äußern würde. Kann aber auch sein, dass er es genauso macht wie Kollege Füllmich in dieser Woche, der einfach ein Versäumnisurteil gegen sich ergehen ließ. Wir Juristen nennen das dann immer Flucht in die Säumnis. Wenn man eigentlich keine Lust hat auf eine Sachentscheidung oder weil man vielleicht andere Probleme hat, wie zum Beispiel abgelaufene Fristen, dann versucht man mit einem Versäumnisurteil, in dem man einfach nicht hingeht, die Zeit anzuhalten, um dann nochmal von vorne anfangen zu können. Da wird es in der nächsten Woche übrigens noch einen Rechtsstreit in Berlin geben mit dem Volksverpetzer. Ich bin nicht vor Ort, ich bin nicht der Anwalt vom Volksverpetzer. Und wenn wir schon sozusagen rundum betrachten, was alles Neues passiert ist, der Herr Kollege, nein nicht Kollege, sondern der Herr Schiffmann, HNO-Arzt aus Sinsheim, derzeit irgendwo in Afrika unterwegs, hat sich mal wieder geäußert über den Moneypool und verbreitet dabei wieder, dass die Transparenz ja hergestellt hätte werden können, wenn nur dieser Antifa-Anwalt, und da meinte er anscheinend mich, mitgewirkt hätte. Ja, da hat er recht, das hätte man machen können, allerdings wäre Voraussetzung dafür gewesen, dass erstmal das Geld vorhanden gewesen wäre. Anscheinend liegt es immer noch bei PayPal. PayPal, die Aussprache wollen wir richtig hinkriegen, üben wir noch ein paar Mal. Und Herr Schiffmann glaubt, dass er zu seinem Geburtstag die Freigabe der Summe erhalten wird. Ich halte das für Unsinn zu glauben, dass sozusagen PayPal einfach nach der 180-Tages-Grenze dann das Geld freigibt, weil andere Gründe einer Auszahlung auch entgegenstehen könnten. Insofern ist das sehr schade für die Menschen im Ahrtal. Und der Grund, warum diese Menschen jetzt kein Geld bekommen, liegt nicht daran, weil Antifa-Anwälte nicht bei der Auszahlung mitgewirkt haben, sondern schlichtweg deshalb daran, weil Herr Schiffmann genauso wie Herr Ballwick sich weigerten, die dafür zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel, Vereine, Stiftungen, Organisationen zu nutzen, sondern lieber auf PayPal Money Pools setzten, was prima ist, um ein Geburtstagsgeschenk zu koordinieren oder eben im eigenen Namen als GbR unterwegs zu sein. Gut. Jetzt schauen wir einfach mal, was dabei herauskommt für alle anderen. Sollte die Erkenntnis sein, lieber erst eine ordentliche Struktur schaffen, bevor man dann diese Probleme hat. Es ist ein bisschen schade, weil natürlich dieses stümperhafte Vorgehen nicht dazu führt, dass die Demonstrationen verhindert worden wären oder dass man sich überlegt hätte, welche Verpflichtung man gegenüber der Gesellschaft hat. Da kommt dann halt einfach im Nachhinein dann die dicke Rechnung vom Finanzamt oder der Haftbefehl und Herr Schiffmann hat sich ins Ausland zurückgezogen, abgesetzt will man nicht unbedingt sagen. Er sagt ja, er würde sich ja jeglicher Justiz auch eines Tages stellen. Und so entwickeln sich halt diese Organisationen, dass sie am Schluss von einem immer kleiner werdenden Teil und Kern getragen werden. Auch das hat Herr Ballwick in seinem Transparenzbericht ein wenig beschrieben, wie es halt immer weniger Menschen werden, die noch dafür eintreten, dass man wegen einer leichten Grippe sämtliche Vorsichtsmaßnahmen in den Wind schlägt. Daran sollte man sich nochmal erinnern bei den heutigen Zahlen, was eigentlich das ursprüngliche Anliegen von Querdenken war. In diesem Sinne, bleibt gesund!